Lieber Mitbruder, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wieder ein ganz, ganz tiefes Evangelium, das uns wieder einführt in das geistige Leben. Das Erste, wenn du Christ wirst und wenn du von Gott berührt wirst, ihr habt es gesehen, wir waren in Nazareth und Maria hat das größte Geschenk des Heiligen Geistes bekommen, den Sohn Gottes, das ewige Wort des Vaters. Und sie hat einen kleinen Hinweis des Engels bekommen, auch deine Verwandte, deine Elisabeth, ist schon im sechsten Monat, denn bei Gott ist nichts unmöglich. Das reichte aus, weil sie es noch nicht wusste, dass sie sofort mit ihrem Jesus helfen geht. Der Glaube ist also nicht zuerst da, dass du dich verschließt irgendwo in dein Kämmerchen und sagst, es ist gut, Hauptsache ich habe ihn. Nein, der Glaube drängt, dass wir ihn teilen und dass wir helfen. Also Maria ist die ganz Dienende und das will auch Gott. Das wollte Gott bewirken, dass Maria sich aufmacht. Aber es steht im Griechischen nicht nur, wie es wir hier gelesen haben im Text, in jenen Tagen machte Maria sich auf den Weg und eilte, sondern es heißt, sie eilte hurtig, also richtig schnell. Sie eilte, um zu helfen. Das ist so wunderbar. Genauso müssen wir auch wir die Bereitschaft haben, wenn du Jesus unter dem Herzen hast, dass du hilfst. Da, wo Gott dich auffordert oder irgendwie dir einen Impuls gibt, das kommt immer wieder vor, mach es eilig wie die Engel, mach es eilig wie Maria, mach es so, als wärest du der oder die, die Jesus selbst hilft. Wieder, was du eines der geringsten Brüder und Schwestern getan hast, hast du mir getan. Ganz wichtig. Über das ganze Bergland, also ist schon eine Reise, versteht ihr, gleich als Schwangere geht sie und verkündet letztlich Christus. Und es ist eine Kette von Wundern, die geschehen, wo sie ständig wieder tiefer in den Glauben hineingeführt wird, dort durch den Engel, sie empfängt, sie spürt es, sie hat Gott empfangen und jetzt geht es schon weiter und Gott schickt sie hierher nach Enkarim zu ihrer Base Elisabeth, zu ihrer Verwandten Elisabeth, um Jesus dorthin zu tragen. Jesus heiligt, das ist das Wichtige. Du brauchst gar nicht so viel tun, wenn Gott in dir ist und wenn du ihn empfangen hast in der Taufe und durch die Eucharistie, dann mach Gott etwas mit deiner ganzen Umgebung. Nicht so, dass du denkst, ich muss was machen. Das Wichtige ist, dass Gott etwas in dir tut und vor allen Dingen, dass du es zulässt, dass er etwas in dir tun darf. Dass du in dem Bewusstsein bist, dass er etwas tut. Das ist mir schon mal wirklich passiert, an der Tür des Pfarrhauses. Ich habe eigentlich, eine Frau ist gekommen, die war unheimlich verwundet. Ich saß sofort, ich grüßte sie nur. Oh, sind Sie so verwundet? Und dann hatte ich schon angefangen zu weinen. Und Gott hat sofort berührt. Im Gruß. Und sofort habe ich genau an dieses Evangelium gedacht. Da wartet Gott nicht. Eine andere Mal, die war mit Krücken da, das weiß ich noch, in der Pfarrei, nach der Beerdigung. Oh, was hast du? Und ich segte sie nur so. Und da ist sie gekommen und hat gesagt, ich habe eine Heilung erfahren, indem sie nur gesegnet haben. Verstehst du? Und dann wird dir eigentlich klar, hey, was ist da los? Da ist was drinnen, da ist Jesus, der tut etwas. Habe ich ja gar nicht geglaubt, versteht ihr? Deswegen erzähle ich es euch. Das glaubt man selbst nicht. Aber nur der Segen, dann sagte sie, es ist wie eine Kraft zu mir gekommen in mein Bein, das eben kaputt war. Gott macht mal so unheimliche Sachen. Versteht ihr, hier steht's. Es kommt nicht auf dich an. Es kommt auf dein Glauben, auf deine Liebe zum Herrn, der in dir ist, an. Und dass du weißt, er kann alles. Das ist wichtig. Deswegen können manchmal Laien, wenn sie vielleicht beten,
vielleicht mehr erreichen wie Priester, die nicht glauben. Die nicht mehr glauben, dass Wunder geschehen können. Versteht ihr? Ganz wichtig. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, jetzt kommt das nächste Wunder, hüpfte das Kind in ihrem Schoß. Also da, wo Jesus hinkommt und du ihn mitbringst zu den anderen, in die Schule, im Kindergarten, bei deiner Arbeit, wo du hinkommst. Der Pater Andreas, wenn er die Gruppen führt, schon der Gruß und sein Lächeln. Da geht's schon los. Ja? Da geht's schon los. Ja? Wenn wir predigen, wir brauchen nicht so viel tun, dass die Herzen berührt werden, ist die Sache Jesu da drinnen. Wohnt in euch, der sich selbst freut, dass er sein Wort hört. Und öffnet dir das Herz, dass es noch tiefer in dich hineingegraben wird. Und dass es bleibt, dieses